Hallo und herzlich willkommen auf der Rally the Old Farm zusammen mit Bendodan und Olli. Hallo, grüß euch. Ja, Ernte ist gemacht. Wenn die nächsten Felder fertig werden, dann kann ja mal jemand anderes ein bisschen den Drescher bemühen. Da. Ja. Und ich werde dann jetzt erstmal Ballen pressen. Ja, das kannst du machen. Ja, das Mähwerk legt genau eine Schwart. Die kannst du eigentlich direkt aufsammeln. Ich meine hier Strohballen, ne? Achso, du machst Stroh, okay. Ich habe extra Strohablage gemacht bei dem Gerstefeld. Ja, dann, ja, das ist auch gut. Da können wir das Stroh nämlich nutzen zum Einstreuen nachher. Hier ist eine voll die krasse Wiese. Das ist das Feld 86, ist eine krasse Wiese. Jetzt noch mal gucken, was sie kostet. Willst du gar nicht wissen, das sind ein paar Hektar. Das ist ein richtig großes Feld. So, was brauchen wir auf unsere Hills irgendwann. Oh ja. Na gut, da sind wir ja schon richtig viel weiter bei unseren Hills. So, da läuft Equipment. Aber generell, ich freue mich so sehr jetzt auf den LS19 und die allein. Ich weiß nicht, das Schönste am LS19 ist, glaube ich, nur wieder die Vorfreude, was kommt alles, mit was überrascht und Giants. Ja, aber gerade, man muss leider auch sagen, dadurch, dass das Spiel halt sich weiterentwickelt hat über die Jahre, fahrzeugmäßig habe ich jetzt nichts. Also beim LS17 war es noch so, dass ich mir gedacht habe, boah, eigentlich müsste eine Rübenmaus kommen. Ne? Ja. Aber Katsching, da ist sie. Ja, jetzt ist sie da. Und jetzt haben wir eine Europamaus und eine halt Teraphelis, Holmer und die Europa-Maus, also wir sind jetzt gleich doppelt ausgestattet. Eigentlich ist das Thema damit abgehakt. Man braucht da nicht mehr. Und das Schlimme ist, ich habe es eigentlich noch nie wirklich in einem Projekt genutzt, die Maus. Die sind einfach zu teuer. Die Maus. Ja, und es macht keinen Sinn dafür, dass sie einfach nur überladet. Ich glaube, also einer von Giants hat das auch mal im Forum geschrieben, als bekannt wurde, dass die dabei ist. Die Mietpreise dafür sind ja auch extrem. Einfach aus dem Grund, weil es ist eine reine Luxusmaschine, im Endeffekt. Ja, klar. Keiner braucht die. Zumindest im Spiel nicht. Warte mal, ich guck mal kurz, was kostet nochmal Teraphelis? Ja, 26.000 die Stunde, ne? Ja, für Überladewagen. Ja. Ich meine, klar, wenn du es realitätsgetreu machst, ist es ja so, dass die Zuckerrüben an die Seite gelegt wird und dann nach Abruf vom von dem Verarbeitungswerk dann aufgeladen wird am Feld und dann erst zur Zuckerfabrik gefahren wird. Ja, die liegen ja da, die können ja auch ein paar Wochen liegen, meine ich, ne? Genau. Nur die haben halt nicht zu viel Kapazitäten. Wenn das jeder erntet, kommen die einfach nicht mehr nach. Beziehungsweise haben die gar nicht die Lagerungskapazitäten, die alle unterzubringen. Ich nehme jetzt mal den Johnny für die Presse. Ja, ja, mach das. Finde ich ganz nett. Das Efeu am Hof ist auch schön. Dass hier so wuchert. Ich weiß nicht, ich finde so generell die Hofaufteilung finde ich echt schön. Oh. Ich mag das auch, wenn das so unterschiedliche Ebenen hat auf einem. Das Einzige, was mir mittlerweile an keinem Hof mehr gefällt, ich meine, der ist ja auch von der Auslegung her grundsätzlich eher so ein Schnuckliger, ne? Nicht so auf Industrie, große Hallen und so. Nee, gar nicht. Ja, aber dadurch, dass du halt trotzdem, du hast trotzdem sehr viel Unterstandsfläche, fast ein bisschen sehr viel, wenn man jetzt ganz kritisch sein möchte. Aber was mich vor allen Dingen stört, aber das ist kein Problem von der Map, sondern eher so ein allgemeines Problem mittlerweile. Ich finde es ja eigentlich gut, wenn alle Tiere, also Schafe, Schweine und Kühe, alles direkt am Hof ist, dann noch die Hühner dazu, ne, weil das, ich finde, also ich kenne das auch in der Regel in echt eher so, dass alles dann auf engerem, also wenig Abstand dazwischen hat, ne? Ja. Weil früher war das ja zum Beispiel bei Two Rivers, da gab es ja dann diesen zweiten Kuhhof und so. Also warte mal, ich hänge jetzt. Achso, das ist der Kartoffelernter, was? Ich wollte die Presse holen. Die Presse steht da, wo du eben den Mähdrescher her hattest, neben dran. Wo war ich jetzt? Du hast gerade erzählt, bei der Ja, genau, da gab es zwei Höfe. Ja. Genau. Und das Problem, was. Also, ich weiß nicht, das fand ich nicht ganz so cool, muss ich sagen. Aber sonst, wenn man halt alle drei oder vier, wenn man jetzt die Kühe mitzählt, die Hühner mitzählt, die jetzt ja nicht mega viel Platz brauchen,
ich finde, der Hof wird allein dadurch schon riesig groß. Selbst wenn du immer nur einen kleinen Stall nimmst und ein kleines Gehege dazu, hast du bei so vielen verschiedenen Tieren am Ende trotzdem einfach einen Riesenhof. Ja, klar, auch wenn du klein und schnuckelig bauen möchtest. Ja, das stimmt. Naja, schlimm ist es ja nicht, aber irgendwie, das war früher noch anders. Also als es nur Kühe gab und die Kühe auch noch nicht so aufwendig waren, man dazu vielleicht ein kleines Silo hatte oder so, als das alles noch winziger war im LS in der Regel, da war das, fand ich, waren die Höfe dann teilweise doch schon irgendwie schnuckeliger. Dafür hat man sich dann immer drüber aufgeregt, dass man teilweise zu wenig Platz hatte zum Unterstellen. Mittlerweile habe ich eher immer so den Eindruck, dass eigentlich, man denkt immer, boah, da kannst du richtig was unterstellen, und selbst wenn du einen Spielstand lange hast, stellst du irgendwann fest, eigentlich brauche ich den ganzen Platz gar nicht. Na gut, bei uns aber bei Underhills wird es langsam knapp. Ja, an dem einen Hof, ne? Ja, ja. Aber da ist es so, da sag ich, da hätte ich, will ich mir eigentlich mehr Platz. Ja, also der ist auch eher so ein bisschen auf schnuckliger gebaut und vor allen Dingen sind die Unterstände an sich nicht so praktisch, muss man leider sagen. Die, wo wir haben, nee, nicht wirklich. Ja. Was ich zum Beispiel ganz cool finde, gerade bei den größeren Sachen irgendwann, sind eher so Durchfahrhallen, also wo du einfach an der einen Seite rein, an der anderen raus und nicht rückwärts rein, rückwärts raus. Das ist dann mit großem Gerät teilweise ein bisschen aufwendig und dann klemmt man irgendwo schon mal fest und so, ne? Kennt man ja. Natürlich, klar. Der Screenshot, mir geht da nicht aus dem Kopf. Ich denke die ganze Zeit jetzt dran. Was ich, wo ich auch die ganze Zeit dran denke, ist so ein bisschen jetzt an die ganzen, die ersten Kommentare, die ich gelesen habe. Wo irgendjemand, der das Spiel anscheinend auch schon lang spielt, direkt einen Kommentar abgibt, ja, es sieht ja alles immer noch so 2D aus wie damals und so. Wo ich denke, stell dir mal vor, es wird, das wäre alles 3D dargestellt, was das eine Rechenleistung bräuchte. Ja, da, das wird wieso jetzt, ich habe die Vermutung, gehen wir mal davon aus, das Spiel wird auf jeden Fall auch wieder eine Nummer anspruchsvoller für den PC als das aktuelle Spiel. Beim aber LS17 sicher. Haben zum ersten Mal merklich viele Leute gemeckert, muss ich auch sagen. Also zum 13er, 11er, 13er, 15er habe ich nie gehört, dass die Leute viele Performance-Probleme haben. Ja gut, klar. Aber das ist es halt, wenn man immer schreit, mehr, toller, 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 dann ist es halt ein Preis, den man zahlen muss. Ansonsten kann man ausweichen auf die Konsole. Ja. Da musst du um Hardware keine Sorgen machen. Ja, aber dafür hast du halt auch nicht die volle Performance und nicht die volle Auflösung. Richtig, aber ja. Es läuft halt. Und die Modbarkeit ist halt bei mir immer noch gut. Mittlerweile darf man da bei der Konsole nicht mehr ganz so viel meckern, aber es ist immer noch in meinen Augen, wenn man sich für Mods und so interessiert, wenn man leidenschaftlicher LS-Spieler ist seit Jahren, ist, glaube ich, die Konsole immer noch nicht so wirklich eine Alternative. Jeder Mod, wo Dynamic Hoses, jeder Mod, wo IC-Steuerung, jeder Mod, wo das Fabrikskript mit einspringt oder sonst irgendwas am Scripting anders ist als im Standardspiel, wird nicht auf der Konsole sein. Das ist halt so. Klar, du kriegst halt so Maps wie Löshügelland oder so, aber Löshügelland gibt's mittlerweile? Was? Nee, Quatsch. Bullshit. Okay. Die Lostberg gibt's. Ja gut, Lostberg, das war ja auch ein kleines Highlight, dass die dafür kamen. Kann man ja schon fast sagen. Aber die hier beispielsweise gibt's nicht. Ja. Also zumindest nicht in dieser Version, wie wir sie spielen. Es kann sein, dass es die Standard-Map gibt. Aber nicht in der Version, wie wir sie hier haben. Und ich muss sagen, hier nur mit dem Heckmähwerk, dann dauert es auch ein bisschen, bis du deine Runden hier gedreht hast und alles gemäht hast hier. Das mit den Ballen ist witzig, die macht ja so eine richtige Wurst. Achso, hinten, ja gut, die kommen halt Ballen an Ballen, die drücken sich halt damit da oben aus der Ballenrutsche raus. Hast du den Hänger aktiviert, dass der die Ballen aufnimmt? Haben wir eigentlich Fruchtzerstörung? Kann ich durch die Schwert fahren? Nee, habe ich nicht. Soll ich? Ja, sonst fallen die hinten raus. Wir haben Fruchtzerstörung an, aber wenn du die Fruchtzerstörung heißt nicht, dass du Schwaden kaputt fährst. Okay, weil irgendwann hatte ich das mal bei einem Mod, dass ich die Schwade mal kaputt gemacht habe, weiß ich noch. Echt? Seitdem bin ich ein bisschen vorgeschädigt. Nö, also, dass du hier irgendwie in die Schwade eingreifst, da ist mir nichts drüber bekannt. Okay, ja, stimmt auch. Also,
Bei dem von Onze Hills und so ist das ja auch alles funktioniert. Ist derselbe Mod wie hier, ja. Ja. Nö, aber mir gefällt die Velga. Das ja. bringt mich gerade auf die kleine Neuerung, die ich auch mal verkünden darf, denke ich. Strohbergungs-Add-on, bald kommt dann der Patch. Ich denke, es ist wohl, es klang so, als würde es auf jeden Fall noch diesen Monat was. Und ein neues Feature ist, dass die Presse, also die große Quaderballenpresse, ist ja eine 8-Knoter-Presse, ne? Genau, ja. Und die Ballen standardmäßig im LS, die es so gibt, sind 6, also haben halt 6 Schnüre drum gewickelt, sozusagen, Schnüre. Dementsprechend passen die sozusagen ja nicht zu der Maschine und deshalb gibt es demnächst Ballen bei der Maschine, die haben dann 8 Schnüre drum. Wegen den 8 Knotern. Okay, das Füllvolumen bleibt gleich, oder? Ich glaube, das Füllvolumen bleibt gleich. Das ist doch auch eine Standardgröße, oder? Genau, ja. Obwohl, wie gesagt, ich habe halt gedacht, da ändert sich vielleicht auch das verarbeitende Volumen, wie bei der Rundballenpresse. Naja, dafür müsstest du ja nur die Größe variieren, oder? Was, bei der Rundballenpresse? Ja, dann hast du ja ein anderes. Wenn du die Standardballengröße presst, dann hast du doch auch das Standardvolumen, ne? Na klar. Aber wenn du die 1,80 Meter presst, hast du 6.500 anstatt 4.000 Liter. Ja gut, die 1,80er sind halt auch schon ein bisschen krass. Oh, das sind aber die besten. Ich finde, das sind Ballen, das sind Rundballen. Die anderen fand ich immer leider zu klein von der Standardspiel. Die waren ganz am Anfang im LS mal wunderschön von der Größe. Und dann kamen so die 1,30 Meter Ballen da. Und entweder kommt es mir hier im Spiel nur so vor, dass die 1,30 Meter Ballen klein sind oder... Ich glaube, 1,80 Ballen habe ich noch nie in echt gesehen. Alle 1,80er Ballen. Bitte? Ich glaube, 1,80er Ballen habe ich in echt noch nie. Obwohl, doch, habe ich schon mal gesehen, aber nur auf Bildern. Ich glaube, bei uns gibt es nur 1,80er Ballen. Ist das ein 1,80er Ballen? Ballen? Der ist ja mit dir auf Augenhöhe. So ungefähr, ne? Du bist ja auch nicht klein. Ja, okay, dann haben wir kleinere 1,60er vielleicht. Aber die 1,30er sind echt ein bisschen mini. Aber das ist schon krass. Ich glaube, das ist nicht so Standard. Ich glaube, 1,55 oder sowas wird 4 gemacht. Aber da ist dann Ende. Oder 1,60. Weil warum hat man sich im LS eigentlich für die kleinen Ballen da entschieden? Das sind ja nicht ganz kleine. Das sind ja eher so Standardgröße, oder? Ja, aber oder? Die sind so groß wie ein Traktorreifen hier im Spiel. Ballen sind so groß wie hier vom MB in Traktorreifen. Oh, das spricht jetzt entweder sehr für den MB oder sehr wenig für den Reifen. Was? Nein, ich denke eher, dass die Ballengröße einfach zu gering ist, finde ich. Ja. Zumindest das Aussehen. Nicht unbedingt die 4000 Liter, aber ich finde das Aussehen ein bisschen schwach. Ich bin wieso gespannt, was sich da teilweise tut. Ich meine, Ballenphysik kann man ja mittlerweile nicht mehr meckern. Nö, da gibt es nichts zu diskutieren. So. Da müssen sie nicht nachlegen. Baumhandling sollte immer noch ein bisschen was gehen, ne? Ja, das ist ja noch recht, in Anführungszeichen, neu. Ja. Ich lasse immer zwei Versionen Zeit, bei der dritten soll es dann perfekt. Gefühlt haben sie es immer, haben sie jetzt auch beim LS17 den Forsten-Tacken, naja, nicht vernachlässigt, aber da wäre schon noch mehr gegangen. Gerätetechnisch auch. Ein bisschen wenig Auswahl. Ja, gut, die Jens-Sachen sind halt geil, ne? Die kamen ja, neu. Klar. Oh, das ist eigentlich die Änderung im Forst. Ja, ja, Ponze war ja schon im vorher dabei. Ja, war ja schon 15er Marke. Okay, hier das Feldmähen, das ist echt übel. Da, übelst verspekuliert. Ja, ich merke das hier bergauf, fahre ich auch nur 2 oder 3 mit der Presse und Ballenwagen hinterher. Ja, vor allem, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das Feld hier wesentlich kleiner wird. Ich war zum... Aber es ist krass, wie viele Ballen da hinten drauf sind. Ich glaube, ein Anhänger geht irgendwie 254 Stück oder sowas. Ach du Scheiße. Wieso, ja. Ich glaube, halb voll ist der Ball. Du müsstest es aber eigentlich auch sehen. Ja, es gibt einen Ballenzähler. Es gibt so einen HUD, den du beim Anhänger, wenn du auf dem Anhänger bist, kannst du einschalten. Störung V. 45 von 174 habe ich. Na, oder 174, ja. Nein, ich bin bergauf stehen geblieben. Soll ich die Wintergerste in Silo machen? Ja, klar. Ja, kannst du.
Ja. Krass. Aber, warte mal, ist das deine oder meine? Das ist deine. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.